Mein Name ist Alexander Morlang. Ich bin Pirat und seit kurzem Mitglied des Abgeordnetenhauses und gehöre zu dem ungefähr Drittel der Fraktion der Piratenpartei, welches CCC-Hintergrund hat. Das ist dann Piratenfraktionär mit CCC-Hintergrund. Der Mensch hier ist Plätzchen. Plätzchen ist unser Chef, also unser Admin. Und wir werden ein bisschen aus dem Maschinenraum der Fraktion erzählen. Plätzchen. Ja, also mein Name ist Plätzchen, aber eigentlich Philipp Brechler. Ich bin irgendwie aus Versehen der Admin der Fraktion geworden. Mache den Job jetzt exakt einen Tag nach der Wahl, weil wir dann ja schon was brauchten. Wir haben jetzt eine Webseite, ein LDAP, ein funktionierendes Webmailer-System und Kalender und so. Kriegen jetzt bald unseren eigenen Serverraum im AGH, der total überdimensioniert ist, hint, hint. Und brauchen jetzt eure Hilfe, weil wir haben uns überlegt, ja, so ein Wiki-System ist ja ganz nett, Media-Wiki, aber zum Dokumentieren und Maschinenlesbarkeit der Fraktion herstellen, brauchen wir was anderes und haben uns für ein Redmine-System entschieden, das ja eigentlich aus der Softwareentwicklung kommt, haben das schon ein bisschen angepasst und suchen jetzt Leute, die uns weiter dabei helfen, es anzupassen. Also jemand, der Ruby programmieren kann. Das Gleiche gilt auch noch für ein WordPress, da brauchen wir auch noch ein bisschen Hilfe. Das allerdings nicht wirklich viele und das kann wahrscheinlich jemand schnell machen. Und wir haben tatsächlich auch ein Budget dafür, dass ihr das tut, denn wir wollen die Open-Source-Entwicklung unterstützen. Und warum wir das tun wollen und wie, das sagt jetzt nochmal Alex. Okay, du wolltest eigentlich über die Technik erzählen, oder? Wie viel Technik kann ich denn damit erzählen? Ja, dass wir einen Band-Backup haben. Also wir machen sogar Backups. Anyway, es gibt diverses Zeug. Wir machen das jetzt mit diesem Redmine. Wir versuchen tatsächlich mit modernen Mitteln eine Fraktion in einem wirklich alten System zu betreiben. Und es sind so ein paar Sachen aufgefallen, die stören, die fehlen. Also wir benutzen Etherpad, um unsere Protokolle zu schreiben, öffentlichen. Wir brauchen endlich mal eine LDAP-Anbindung für Etherpad oder Etherpad Lite. Wir brauchen einen externen Zuschauerserver, weil es nicht angehen kann, dass irgendwie 5000 Leute diesen Server in die Knie dringen und wir dann nicht mehr Protokolle schreiben können, beziehungsweise nicht mehr öffentlich. Wir hätten gerne eine Ethernet-Lite-Integration ins Redmine. Wenn ich ein Wiki habe oder ein Pad und das getrennt ist, ist es voll doof. Ich würde gerne kollaborativ an den Dingern arbeiten. Wir brauchen ein kollaboratives Mindmapping. Wir haben einen Doodle in dem Redmine, das ist ganz toll, falls mal jemand ein eigenes Doodle betreiben will. Aber das Ding muss dringend mit dem Kalenderserver abgleichen können und CalDAV sprechen. Wir brauchen eine Dokumentenverwaltung, die über das Ablegen von Dokumenten hinausgeht und nicht für Bürokräfte gemacht wurde, sondern für Nerds gemacht wurde. Wir brauchen ein Ideenbeschluss-Tracking, wo wir in der Lage sind, eine Idee von der Entstehung in einer Arbeitsgruppe, dem ersten Eintrag im Wiki, der Diskussion in der Mailingliste, dem Gang durchs Liquid Feedback, mit dem entsprechenden Antrag für die Fraktion bzw. Fraktionsversammlung, Zuordnung in dem Cluster, Clusterprojekt, Ausschussreferenten bis hin zur Ausschusslesung und dann dem Durchgang durchs Parlament zu tracken, damit du auf einen Blick siehst, wo ist das Ding überall gewesen, wer hat was dazu geschrieben, wer hat sich Gedanken dazu gemacht, so etwas, wenn wir irgendwelche Anträge in anderen Landesverbänden recyceln wollen, dass der, der recyceln will, auch mal sinnvoll tun kann. Wir brauchen ein Anything-to-Structured-Data-Connector, weil ganz viele Leute stellen Dinge ins Web, das sind dann irgendwelche PDFs, das sind irgendwelche gruseligen Webseiten, die müssen gescraped werden, da müssen RSS-Feeds draus entstehen, da muss ICS draus entstehen. Und ganz, ganz wichtig, wir müssen diesen ganzen trockenen Zahlenwust visualisieren, damit man damit irgendwie sinnvoll was anfangen kann. Das ist Abstimmungsverhalten, das sind Vorgänge, das sind Richtungen. Und wir haben uns gesagt, wir nehmen One minute, extend eine, time. Ja, wunderbar. Wir nehmen, wir, was? Wir haben ein Budget und wir werden diese ganzen Projekte demnächst ausschreiben, um die Open-Source-Entwicklung auch im Bereich parlamentarische Tools zu stärken. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. One more sentence. Und wir haben einen Mailinglisten-Server unter lists.piratenfraktion-berlin.de. Da gibt es eine Liste, die heißt IT, sinnigerweise. Wer mitarbeiten will, könnte sich am besten da mal eben registrieren, dann können wir kommunizieren. Danke, tschüss. Oh, you actually have one question and 20 seconds left. Dass ihr als Fraktion die Infrastruktur vom Abgeordnetenhaus stellen wollt.
Nein, das nicht, aber wir wollen erstmal unser eigenes Zeug in die richtige Richtung bekommen und dann können wir mit der IT reden, des Abgeordnetenhauses, weil die, sagen wir so, wir kommen sehr gut miteinander aus und die haben auch sehr viele Ideen, aber die brauchen halt auch einen parlamentarischen Arm, weil sie halt selber gar nichts entscheiden dürfen. So, das heißt, wir hätten das gerne für uns und dann könnte man ja gucken, dass wir das auch für den Rest bekommen. Round of applause.